Im Action-Thriller Jason Bourne erinnert sich der Ex-Agent wieder an seine Vergangenheit, will jetzt aber prüfen, ob auch alles wahr ist. Und das gefällt seinem alten Arbeitgeber CIA ganz und gar nicht. Jason, Ihr Vater war ein Patriot. Er hat all die Bedrohungen, die Amerika bevorstanden, erkannt und wie Sie hat er sich entschlossen, seinem Land aus tiefem Pflichtgefühl zu dienen. Dass Sie der CIA schaden, hätte er bestimmt nicht gern gesehen. Sie müssen damit aufhören. Und zwar auf der Stelle. Aber Jason kann nicht anders und eilt seiner früheren Kollegin Nikki zur Hilfe, die durch die Aufdeckung heikler Informationen von einem Auftragskiller verfolgt wird. Kontakt zu Team Bravo abgebrochen. Nikki klärt Jason schließlich über ein neues Agentenprogramm auf, welches noch sehr viel schlimmer zu sein scheint als jenes, in dem Bourne ausgebildet wurde. In die Titelrolle schlüpft nach 9 Jahren endlich wieder Matt Damon. Der harte Teil war, mit 45 Jahren wieder in Topform zu kommen, aber wenn dies das Einzige ist, über das ich mich beschweren kann, dann ist es nicht viel. Das ist es in der Tat nicht. Unsere Prognose lautet: Jason Bourne lässt das Fanherz höher schlagen, funktioniert aber auch für Nichtkenner der Reihe bestens. Ein raffiniertes Actionfeuerwerk voller Überraschungen. Das gibt 4 von 5 Schirme.